Ja gut, und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten, können, sollten oder in zukünftigen, wisst ihr das mit den Paralleluniversen. Ja, eine Schachtel, eine leere Schachtel und da war mal was drinnen. Da war mal was drinnen und was war drin? Das da war drinnen. Ein Lego-Set. Ein Lego-Set aus Jurassic World. Es ist grandios. Schauen wir es uns einmal an. Jo. Gibt Menschen, die würden jetzt behaupten, die Abenteuer auf der Rückseite. Machen wir aber nicht. Urheber. Recht. Ja. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. Und deshalb hätte ich gesagt, wir haben ein Autochen. Da haben wir ein Wägelchen. Da haben wir einen Dinochen. Und ich muss jetzt nur suchen, da merkt man wieder, ich bin voll vorbereitet und dieses Video, beziehungsweise alle Videos, Videonen, sind durchgescriptet. Puh, jetzt wird es peinlich. Desto länger es dauert, desto schlimmer wird es. Diese Peinlichkeit, ich hab schon, dieses Netz. Aber bevor wir uns das Ganze anschauen, werfen wir noch kurz einen Blick in die Bauanleitung. Das ist jetzt nichts Großartiges, es sind gar nicht so viel Steine. Was hat das Set gekostet? Ich glaube, naja, nicht viel. 19 Euro, glaube ich. Ich habe es zu Weihnachten bekommen, ich will gar nicht wissen, was genau gekostet hat. Es ist im Prinzip, kaufen es doch alle nur deshalb und ja, meine Mama hat es mir deshalb auch gekauft und wäre Jurassic World ziemlich cool finde. Und Jurassic Park. Ja, schauen wir uns das einmal an. Ist jetzt nicht so, da wissen wir immer, da sehen wir, wie man das nette Männchen, wie man damit umgeht. Es ist okay. Da, wie man die Minifiguren zusammensetzt, ist auch sehr schwer. Dann gibt es drei, vier Arbeitsschritte, wie man diesen Dino zusammenbaut. Ja, complicated. Dann bauen wir das Auto und dann irgendwann ist das Auto fertig. Und wenn das Auto fertig ist, dann ist man mental, aber auch mit diesem Set fertig. Gut, das war es soweit einmal zur Anleitung. Ist okay. Dann schauen wir uns jetzt einmal Stück für Stück der Reihe noch alles an. Da haben wir zuerst einmal das Auto. Aufkleber. Ist okay. Ist es Jurassic Park? Schrägstrich World. Ist halt Jurassic Park. Zeichen vorne oben ist ganz cool, ist ein Geländejeep, der fährt dann so mal dumm, luididui. Und ja, alle sind glücklich. Was gibt es groß für Ausrüstung? Ein Schraubenschlüssel, weil es kann irgendwo auf der Welt, also oder im Gelände, das passieren und das ist halt dann schlecht. Und dann kann man. Passt, fahren wir. So, gut, zum Auto brauchen wir jetzt nicht viel mehr erzählen, oder? Ja, die Dinge kann man auf und zu machen, das ist gut. Wir schauen uns, wenn es aussieht, kurz noch die Minifiguren an. Ist ja wunderhübsch, ist sie, oder? Da haben wir die. Das habe ich eigentlich vergessen gehabt, dass das eigentlich Beinbedruckung hat. Finde ich cool. Finde ich gerade urcool. Sogar hin? Ja, das gefällt mir. Gut. Ja, Minifigur 1. Dann haben wir da einen Quill. Ganz cool, locker flockig mit seinem Laser. Da hat er auch ein Haarteil, welches doch wirklich sehr verdächtig ähnlich ist dem Haarteil, was bei der Guardians of the Galaxy Milano aus dem zweiten Film beiliegt, aber böse Zungen behaupten, das ist nur sein Zwillingsbruder. Ich weiß es nicht, ja, ich möchte nicht mehr raus. Egal. Ja. Was ist denn das? Ja, was ist das? Das ist wirklich was Cooles. Da haben Leute nachgedacht, da verstehe ich die Gehälter. Das ist ein Netz, ja. Und wir können dieses Netz zusammenfalten, wenn man will. Und kann das dann da reingeben. Und wenn wir jetzt richtig cool sind, Achtung,
kann man das ausschießen. Es geht halt zwar nicht so gut auf und ja, jetzt haben wir ein bisschen die Unterlage verrutscht. Wieder ausschaut, wird man wieder schimpfen, aber das macht nichts. Können wir uns damit selber einfangen und das ist relativ super. So, dann ist er gefangen. Gut, gehen wir auch weg. Peinlich. Kommen wir zum eigentlichen Thema, warum es dieses Set wirklich ja, einem interessiert, beziehungsweise warum man das haben will. Sind wir uns alle ehrlich, das ist dieser Dino. Irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig schön. Irrsinnig schön, man kann ja mal knicken. Hey cool, da kann man dann so machen, so dass ich in den Angriffsmodus geht, so hinunterschraubt. Ein Lödino. Ein Lödino, der macht den Schnabel auf, der kann den Schnabel aufmachen. Ist jetzt da zwar wirklich schon sehr lang, also für Verhältnisse, für bestimmte Verhältnisse. Des Längeren her, aber ich hätte geschätzt auf einen Ornithokaidos oder Don. Ich merke mir das nie. Aber für einen Ptero ist er, glaube ich, zu klein. Egal. Also im Maßstab. Wirklich cooles Teil, oder? Schaut wirklich scharf aus. Mach meinen Mund auf. Kann man da ein bisschen ranzoomen? Jawohl, ja. Da hat man Angst. Da kriegt man wirklich Angst. Vor allem, da kann man dann noch was aufsitzen, wenn einem ganz fad ist. Na, sag ich her. Dann kann man Angriff fliegen. Nee. Ist der Vorführeffekt. Macht den Mund zu. Kann man Angriff fliegen, machen wir den Fokus. So. Hat was. Und am Boden fährt das Auto mal dumm. Hihi. Ha? Wenn man es dann hat, ist man gefangen. Kann man nicht anders sagen? Ja. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Fazit an. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Warum? Begründung. Es ist irgendein generisches Auto, wo es ungefähr 5 Trillionen davon schon gibt. Jetzt haben wir halt ein paar Aufkleber aufgekaut und es ist steht Jurassic World oben. Ist okay. Wir bekommen den kleinen und doch etwas anderen bösen Zwillingsbruder von Quill aus Guardians of the Galaxy und wir bekommen einen wirklich coolen Dino. Das ist halt so. Und sagen wir ehrlich, Dinosaurier sind cool. Dinosaurier sind cool. Da kann man sagen, was man will. Dinosaurier sind cool. Stellen wir das Ganze jetzt wieder so ein bisschen cool auf, damit das Set. Es kommt ja nicht immer vor, dass wir die Anleitung, dass wir da automatisch die Schachteln haben. Stellen wir das den Hintergrund. Können wir das Ganze ein bisschen. Dinos sind cool. Und ich würde wirklich es gerne haben, wenn Lego mehr Dinosaurier im Angebot hätte. Wobei Piraten sind cooler. Auch. Und Ritter. Warum gibt es keinen? Also, Lego, wenn du das siehst, ich wünsche mir bitte. Ritter, Dinosaurier, na, Ritter, Piraten und Dinosaurier. In dieser Reihenfolge bitte. Es wäre toll, wenn du das machen würdest. Danke für die Aufmerksamkeit und Tüdelü.